5. Mai erscheint das Serienreboot Prey. Wir durften den Anfang des Abenteuers schon jetzt spielen und sind mehr als angetan. In diesem Video zählen wir 6 Gründe auf, aufgrund derer Prey unserer Meinung nach Hitpotenzial hat. Die Handlung von Prey geht harmlos genug los. Wir sollen als neuestes Mitglied auf der Raumstation Talos 1 diversen Tests unterzogen werden. Dieser geruhsame Zukunftsalltag erweist sich jedoch nur allzu bald als schöner Schein. Mit einer Alien-Invasion konfrontiert, merken wir schnell, dass auf der Talos 1 auch sonst einiges im Argen liegt und nichts ist, wie es scheint. Die Art, wie die Geschichte aufgezogen wird, erweckte bei uns bereits Lust auf mehr. Wir glauben, dass wir im Spielverlauf noch die eine oder andere Story-Überraschung erleben werden. Schön auch, wie in Dishonored, Bioshock oder dem Klassiker System Shock kann man sich viel der Hintergrundgeschichte sowie diverse Informationen zur Welt und ihren Bewohnern selbst erarbeiten. Einerseits, indem man einfach wachsam die Umgebung beobachtet, andererseits, indem man zum Beispiel Mähverläufe und Notizen liest und somit immer neue Eindrücke bekommt. Nicht zuletzt sind es die atmosphärischen Funkgespräche mit diversen Figuren, welche die spannende Handlung vorantreiben. It's time we spoke. My code name is January. You're not dreaming. Mit der vielversprechenden Geschichte einher geht die sehr dichte Atmosphäre. Gerade der Kontrast zwischen der klinisch kühlen Umgebung zu Beginn und dem Horror, der über sie hereinbricht, ist toll gelungen. Good morning, Morgan. I'm Dr. Bellamy. Looks like we have some tests to run through today. Ebenso gefallen uns bisher die charismatischen Figuren sowie der ein oder andere überraschende Jumpscare. Besonders aber ist es die Vermengung zwischen moderner Technik und dem luxuriösen 1960er-Jahre Art Deco-Stil in weiten Teilen der Raumstation, welche uns in ihren Bann zieht. Bioshock im Weltraum ist in dieser Hinsicht ein Vergleich, der sehr gut zutrifft und durch sehr abwechslungsreiche Areale zusätzlich unterstrichen wird. Die sehr detailreiche Gestaltung der Umgebungen tut ihr Übriges bei der Erschaffung einer real wirkenden, interessanten Welt und Atmosphäre. Und auch das Monster-Design zieht uns in seinen Bann. Wenngleich wir bis dato nur 2 Varianten der schwarzen Kreaturen, die sich in allerlei Gegenstände verwandeln können, gesehen haben. Prey ist kein stupider Shooter. Im Gegenteil. In den knapp 1,5 Stunden, die wir es selber spielen durften, spielten Auseinandersetzungen mit Gegnern nur eine Nebenrolle. Stattdessen stehen unter anderem Verbesserungen durch sogenannte Neuromods im Mittelpunkt, die wir an diversen Punkten auf der Talos 1 entdecken können. Mehr Lebensenergie, mehr Ausdauer, mehr Platz im Inventar oder in mehreren Stufen erlernbare Hacking-Skills. Für verschiedene Vorgehensweisen und Spielernaturen werden hier unterschiedlichste Verbesserungsmöglichkeiten angeboten. Und auch unsere Waffen lassen sich verbessern. Und zwar, indem wir sie mit aufsammelbaren Upgrade-Kits kombinieren und dann diverse Statuswerte anpassen können. So verbessert, stellen dann zum Beispiel viele versperrte Orte kein Problem mehr dar, da wir uns kurzerhand ins Schloss hacken und es mittels eines simplen Minispiels entsperren können. Und auch Geschütze können wir mit entsprechendem Hacking-Einsatz ummodeln und sie auf unserer Seite kämpfen lassen. Bisher überzeugen uns die Upgrade-Möglichkeiten schon sehr. Okay, der Titel ist ein wenig übertrieben, denn bisher erwartet uns genau eine interessante Waffe, die Glue Cannon, die wir sehr früh im Abenteuer finden und die Feinde am Bewegen und somit kurzzeitig an Angriff und Flucht hindert. Daraufhin können wir den Fieslingen mit den restlichen Waffen Saures geben. Ein zusätzlicher Nutzen, dank der Glue-Geschosse müssen Stürze wie dieser hier nicht sein. Einfach ein paar gut platzierte Batzen an die Wand gepfeffert und an Stellen wie dieser hier ist ein schadloser Abstieg problemlos möglich. Ansonsten erhielten wir bisher Standardwaffen wie etwa diese durchaus effektive Rohrzange eine Schrotflinte mit weniger Munition als einem lieb sein kann
sowie diverse Granaten. Wir wissen aber schon, dass wir im weiteren Spielverlauf unter anderem abgefahrene Alienwürmer benutzen werden, die in Sachen Kreativität durchaus mit der Glucannon mithalten dürfen. Schon das bisherige Video zeigt, Entscheidungsfreiheit wird in Prey großgeschrieben. Das fängt schon damit an, dass wir zwischen einer männlichen und einer weiblichen Version des Protagonisten wählen dürfen und setzt sich bei den zahlreichen optionalen Nebenaufgaben fort. So konnten wir uns in unserer Anspielsession etwa auf die Suche nach diversen vermissten Personen an Bord der Talos 1 begeben oder mussten Audiodaten auf einem Computer bergen. Vor allem aber zeigt sich die Entscheidungsfreiheit beim Vorgehen im Spiel. Suchen wir nach Schlüsseln und Schlüsselkarten, verbessern wir unsere Hacking-Fähigkeiten und öffnen Schlösser auf diese Weise, oder suchen wir uns gleich Umwege, welche das Öffnen von Türen gar nicht erst erfordern. Oft hat man bei seinem Vorgehen freie Wahl. Zwar wird man nach Aussage der Entwickler Auseinandersetzungen nicht ganz entgehen können, aber auch, wie brutal wir vorgehen wollen oder ob wir stattdessen die meiste Zeit lieber eine stealth-lastige Vorgehensweise wählen, obliegt uns. Da die eher durchschnittliche Action bisher der einzige größere Kritikpunkt ist, den wir im Spiel haben, nicht die schlechteste Wahl. Die schönste Entscheidungsfreiheit bringt nichts, wenn die Spielwelt, durch die man sich begibt, nicht gut umgesetzt wurde. Zum Glück ist das bei Prey aber nicht der Fall. Wir meinen jetzt nicht die künstlerische Gestaltung, die haben wir schon positiv hervorgehoben, sondern den Aufbau an sich. Wir durften uns durch die zentrale Hubworld der Talos 1 samt einiger angeschlossener Gebiete begeben und waren überrascht, wie viel es alleine hier schon zu entdecken gab und auf welche kreative Art und Weise die verschiedenen Areale miteinander verbunden sind. Es macht schlicht und ergreifend Spaß, die Raumstation zu erforschen, und man hat das Gefühl, sich durch eine Welt zu begeben, die vor versteckten Geheimnissen, Abkürzungen und mehr geradezu strotzt. Eine verschlossene Tür ist hier kein Ärgernis, sondern lediglich ein guter Grund, um die Welt noch weiter zu erforschen. Toll! Und das waren sie. Die Gründe, aufgrund derer wir glauben, dass uns mit Prey ein Hit erwartet. Was ist eure Meinung? Freut ihr euch auf das Spiel? Verratet es uns in den Kommentaren. Alles, was es zu Prey noch zu wissen gibt, findet ihr auf pcgames.de. Monsieur, please make yourself comfortable and we'll be on our way.